Liebe Festgemeinde, Schwestern und Brüder, ich freue mich tatsächlich sehr, mit Ihnen dieses Jubiläum der Klostergründung hier in Amöneburg feiern zu können. Auch deswegen, weil ich als der 88. Nachfolger des heiligen Bonifatius gezählt werde, ist es für mich ein besonders schöner Anlass. Wir stehen in einer großen und lebendigen Glaubenstradition. Wir stehen auf den Schultern großer glaubender Menschen, für deren Lebenszeugnis wir bis heute dankbar sind. Und sie geben uns Mut und Motivation für den Glauben heute. Heute schauen wir auf Bonifatius, diesen großen Missionar und Bischof. Bonifatius setzte alles daran, seine Heimat in Britannien verlassen zu dürfen und als Missionar auf dem Festland wirken zu können. Er tut dies aus seinem Verständnis des Evangeliums heraus. Ein glaubender Mensch verlässt seine Heimat, seine Familie, hier die Ordensfamilie, und sein Vaterhaus, das Kloster, und bricht in eine ungewisse Zukunft auf. Das war besonders damals eine radikale Form, Christus nachzufolgen. Man ging in ein fernes Land mit einer dunklen Zukunft, man wusste nicht, was einen erwartet. Getreu dem Evangelium, wo es heißt, der Menschensohn selbst hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und Jesus sagt, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Und Jesus gibt seinen Jüngern die Verheißung mit, jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben erben. Schließlich verbindet der heimatlose Bonifatius diese radikale Lebensweise mit dem Missionsauftrag. Er gründet Klöster als Stützpunkte des geistlichen Lebens und der Mission, wie auch hier in Amöneburg. Über manchen Umweg kommt er als Bischof nach Mainz. Und das sind so die Jahre, von denen wir auch aufgrund seiner großen Briefeschreibtätigkeit auch relativ viel wissen. Und es waren bewegte Jahre, gerade als Bischof in Mainz, zwischen 746 und 754. Ich will heute ganz besonders auf diese Jahre schauen, auch weil er als Vorgänger in Mainz, wenn ich das so sagen darf, mir natürlich auch als Bischof ein wichtiges Vorbild und eine wichtige Inspiration ist. In seinen überlieferten Briefen, das darf man so sagen, gibt uns Bonifatius nicht allzu viel Persönliches preis. Es sind zumeist Anfragen an den Papst, er schreibt über rechtliche oder kirchenpolitische Fragen. Der Stil ist nicht sehr privat, die Briefe folgten bestimmten literarischen Kriterien. Dennoch blitzen immer wieder kleine Schlaglichter auf, die uns ahnen lassen, was seine Jahre prägte. Er schreibt von Intrigen falscher Brüder, der Klerus macht ihm Sorgen. Als er nach Mainz kommt, muss er sich gegen starke Widerstände durchsetzen. Bonifatius spricht von der Versuchung, wegzulaufen und alles hinzuwerfen, sieht aber seine Verantwortung für die Kirche und die Notwendigkeit zur Treue in seinem Dienst. Vielleicht sind es auch diese Erfahrungen, die ihn am Ende dazu bewegt haben, Fulda auch als den Ort seiner Bestattung zu wählen. Die Mainzer haben ihn offenbar nicht besonders gut behandelt. Er muss viele persönliche Enttäuschungen einstecken. Er zeigt sich auch immer wieder als ängstlich und ein Biograf des 20. Jahrhunderts hält ihn gar für pedantisch. Kurios klingen heute etwa seine Anfragen an den Papst, ob man Dohlen, Krähen, Störche, Biber, Hasen und Wildpferde essen dürfe. Dabei lebt er aus einem tiefen Gottvertrauen. Er schreibt, stehen wir fest in der Gerechtigkeit und bereiten uns vor auf die Versuchung, damit wir Gott standhalten und sagen ihm, Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Was wir mit eigenen Kräften nicht tragen können, das wollen wir tragen in der Kraft dessen, der allmächtig ist. Selten blitzt Lebensfreude auf. Als ihm ein Abt von einer üppigen Weinspende an das Kloster berichtet,
lautet die Antwort des Heiligen, er solle sich doch damit zusammen mit seinen Mönchen einen fröhlichen Tag machen. Der 78. Brief des heiligen Bonifatius geht an Bischof Cuthbert von Canterbury und gewährt uns tatsächlich wohl die meisten persönlichen Einblicke. Der Brief zeigt eine tiefe geistliche Verbindung, ja, er zeigt eine Freundschaft. Liebe Schwestern und Brüder, die Heimatlosigkeit des Bonifatius gemahnt uns heute, uns als Kirche nicht zu feste Räume zu bauen, sondern damit zu rechnen, dass Gott uns auf Wege schickt. Ein Thema, das den Heiligen bereits umtreibt, ist die Frage, wie kann man einen synodalen, also einen gemeinschaftlichen Leitungsstil entwickeln. Ein Thema, Sie bekommen das mit, das heute auch die Kirche wieder bewegt. So bewusst sich Bonifatius seiner bischöflichen Amtsgewalt ist, so wichtig ist ihm der ständige Austausch mit den anderen, zunächst den anderen Bischöfen, aber über die Priester auch die Verbindung mit den Gläubigen. Ihm geht es immer wieder um eine Rückbindung an die ihm anvertrauten Gemeinden. Natürlich anders, als wir das heute praktizieren. Von Bedeutung bleibt wohl sein Selbstverständnis, Bischof nicht für sich zu sein, sondern für und mit den ihm anvertrauten Menschen. Es gilt, sich für und mit den Menschen den Herausforderungen zu stellen und nicht die Augen vor den Tatsachen und Anforderungen der Zeit zu verschließen. Und das scheint mir tatsächlich nun auch ein wichtiger Hinweis für heute zu sein. Gerade angesichts einer schwierigen kirchlichen Situation dürfen wir erst recht nicht der Versuchung nachgeben, uns in ein kirchliches Schneckenhaus zurückzuziehen und eine scheinbar heile kirchliche Welt zu simulieren. Der Ort der Christinnen und Christen ist das Zeugnis mitten in der Welt. Und Bonifatius schont gerade den Klerus nicht. Die Priester werden wiederholt ermahnt, einen einfachen und überzeugenden Lebensstil zu pflegen, auf äußeren Prunk und aufwendige Freizeitgestaltung zu verzichten. Und Bonifatius scheut sich auch als Bischof nicht, seine Schwächen und sein Versagen einzugestehen. Ihm ist am einheitlichen Bekenntnis des Glaubens gelegen, dass sich eben auch in der Einheit der Ortskirche mit dem Bischof von Rom zeigen muss. Er erinnert die Priester und Seelsorger an ihr Wächteramt, für Gerechtigkeit und die Ehre Gottes einzutreten. Die Hirtenaufgabe besteht darin, den Menschen zu dienen, und sie besteht nicht in der Selbstverwirklichung der Hirten. Bonifatius wird sehr deutlich: Ein Hirte, der nur die eigenen Wünsche bedient, ist kein Hirte im Sinne Jesu. Die mit dem Hirtendienst Betrauten sollen geistlich raten können. Sie sollen sich Zeit nehmen für die Menschen. Sie sollen heilen, die Gebeugten aufrichten, die Stolzen ermahnen und den Irrenden gute Wege aufzeigen. Und es gibt auch eine durchaus prophetische Dimension des kirchlichen Dienstes. Das heißt, Unrecht muss gegenüber den Mächtigen zum Schutz der Schwachen deutlich benannt werden, auch wenn eigene Nachteile drohen. Das Leben nach dem Evangelium muss alle Lebensbereiche durchdringen und prägen. Sein Dienst ist ein Dienst für die Weltkirche, von der er sich senden lässt. So versteht sich Bonifatius. Machen wir einen Sprung in unsere Zeit. Wir in Deutschland versuchen den sogenannten synodalen Weg, und ich sage es sehr deutlich, selbstverständlich, in der Einheit mit dem Heiligen Vater und im Gespräch mit der Weltkirche. Und vielleicht sind manche unserer Ergebnisse auch eine Bereicherung anderer Sichtweisen in der Weltkirche. Denn viele unserer Themen sind nicht nur deutsche Themen, es sind Themen anderer Teilkirchen. In der nächsten Woche werden sich die Synodalen in Frankfurt treffen, um weiterzukommen. Und natürlich betrachten das viele mit Sorge, auch der Papst möglicherweise. Und dennoch hat selbst Papst Franziskus nun zu einer weltweiten Synode aufgerufen. Und er lädt ein, auf einem gemeinsamen synodalen Weg die Bischofssynode 2023 vorzubereiten. Gemeinsame Wege zu suchen zwischen Bischöfen, Priestern und allen Gläubigen und auch den Menschen guten Willens. Der Papst ist sich bewusst, dass solche Wege immer auch riskant sind und anstrengend sind. Viel ringen,
viel Gebet, vielleicht auch manchen Streit erfordern. Wichtig ist das Hören aufeinander und dass nicht jeder und jede schon die Lösung der Probleme weiß. Bonifatius erinnert uns daran, dass dieses gemeinsame Suchen kein neues Thema ist. Schwestern und Brüder, es ist eine andere Zeit, Bonifatius und heute. Das muss man deutlich sagen, viele Bedingungen haben sich geändert und jede Zeit muss Antworten auf die je eigenen Herausforderungen finden. Dennoch fällt auf, dass wir bestimmte Themen in erstaunlicher, vielleicht sogar erschreckender Deutlichkeit neu entdecken und für unsere Zeit buchstabieren müssen. Ohne das Gottvertrauen des Bonifatius geht auch heute nichts. Wir bleiben seine Kirche, die Kirche Jesu Christi, und er ist der Herr unseres Lebens. Er ist der eigentliche Hirte, dessen Fürsorge wir durchscheinen lassen müssen. Bonifatius ist ein Beleg dafür, dass sich die Verantwortlichen in der Kirche ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Macht bedeutet für Bonifatius und uns Übernahme von Verantwortung. Ich vermute, wir spüren in diesen Tagen sehr deutlich, wie das konkret werden kann. Und wir reden heute genauso wie Bonifatius seinerzeit über einen glaubwürdigen Lebensstil, über die Lebensform der Priester, die Bedeutung der Glaubwürdigkeit des Lebens der Hauptamtlichen in der Kirche. Heute richtet sich der Blick über den Kreis der Bischöfe und Priester hinaus auf alle, die in Leitungsverantwortung stehen. Und wir ringen um dieses Miteinander in der Synodalität. Wir suchen danach, was es heißt, solche Wege wirklich geistlich zu gehen, in einer Haltung, einer inneren Haltung des Glaubens. Natürlich haben wir heute andere Vorstellungen von Seelsorge als ein Bischof des 8. Jahrhunderts. Dennoch müssen wir uns heute von Menschen, die die Kirche verlassen haben oder sich mit dieser Frage herumschlagen, sagen lassen, dass sie unsere Seelsorge und Verkündigung, auch die Qualität unserer Angebote, oft bestenfalls für ausreichend halten, wenn nicht als mangelhaft oder ungenügend. Bonifatius steht auch gegen manchen Versuch, Strukturen und äußeres Erscheinungsbild als ungeistliche Nebenfragen herabzuspielen. Denn zeitlebens ist Bonifatius mit der Gestaltung von tragfähigen Kirchenstrukturen beschäftigt, welche die Verkündigung unterstützen müssen. Als Klostergründer stellt er uns die Frage, wo denn heute unsere geistlichen Zentren sind, die ausstrahlen. Als Bischof lese ich manche Erfahrungen des Heiligen mit besonderem Interesse. Seine sehr unterschiedlichen, manchmal durchaus ernüchternden Erfahrungen mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, seine Versuchung wegzulaufen, wenn er Erfolglosigkeit merkt, aber eben auch seine innere Kraft des Glaubens an den Gott, der in den Stürmen der Zeit dabei bleibt. Denn Gott läuft nicht weg, auch heute nicht. Gerade nicht in den Stürmen der Zeit. Und stürmische Zeiten waren es und stürmische Zeiten sind es. Und dennoch sagt uns Bonifatius, es ist Gottes Zeit, in der du lebst, auch heute. Amen.